Guten Morgen, Leute. Es ist Montag. Tanzen. Leute, ich habe im vorletzten oder letzten Vlog war das, weiß ich jetzt nicht mehr, wann dieser hochgeladen wird. Aber so geile Kommentare. Ja, einen zu doofen Anhänger anzuklemmen. Das Ding klemme ich mir unter den Arm und renne aus der Halle raus und was weiß ich nicht alles. Guckt euch mal bitte dieses Stützrad an. Ich zeige euch das mal eben. Guck mal. Sieht man das? Das ist, als wenn du eine Bremse angezogen hast. Da schiebst du gar nichts, Alter. Diese schlauen Kommentare immer, weißt du? Oder genauso da, hat einen Tag vorher geregnet, Alter, die ganze Fläche ist nass. Wie willst du mit dem Stapler denn die Rollen da? Die schiebst du alles, ziehst du Furchen rein. Diese schlauen Schnacker immer, alter Schwede, ey. So, wir fahren jetzt zu ART einen Brösler holen für einen, meine Gott, sei mal ruhig, bitte. Ein Brösler holen für einen 135er. Also, Hänger ist hinter, let's do it. So, Leute, wir sind jetzt hier bei ART. Fahren wir jetzt gerade hier rauf. Da holen wir nämlich unseren Brösler. Hier ist schon Action, da fährt ein Minibagger, da fährt ein Radlader. Radlader haben Vorfahrt. So ist es. Ist ja geil gemacht. Cool, Alter. Schönes Gelände hier, echt. Sowas in Hamburg, aber kannst bald nicht mehr bezahlen. Oder kannst jetzt schon nicht mehr bezahlen. Ist nur Glück, wenn du sowas hast. Guck mal hier. Alles, was du brauchst. So ist top. So, Leute, der Brösler ist drauf. Hier. Wir müssen nämlich die Rampe brechen, dann müssen wir nämlich bröseln, das Krokodil. Hier, danke nochmal an Daniel. So, Leute, Teil ist heil. Ha, ist guter Spruch, ne? Schmeißen wir mal den Radlader an. Wir waren hier ja mit der Kamera jetzt. Das geht hier auch bald weiter. Geht das? Na, komm schon. So. Da ist er. Da ist er ja. Ach, so. Hier müssen wir die Schächte nämlich jetzt erneuern. Wir hatten ja hier aufgemacht und ja, die ganzen Rohre sind kaputt da unter. Jetzt müssen wir die ganze Trumm und die ganze Länge einmal aufmachen. Und den Brösel haben wir geholt, weil, zeige ich euch mal eben, weil die Rampe wegkommt hier. Oh, gut, dass nicht windig ist, Alter. Hier, das Gestell kommt weg und die ganze Rampe da kommt weg. Einmal auf der ganzen Länge. Ja, so ist der Plan. So, Leute, jetzt sind wir wieder auf dem Platz. Jetzt müssen wir den Sortiergreifer holen. Der Auto steht da. Guck mal hier, die schlauen noch mal eben, ne? Wegen ja, einfach Container vorziehen. Hier drauf. Da ziehst du zweimal die Rolle fest. Und gerade bei der Erderwärmung, die wir haben, ist das alles so knochentrocken. Zack, siehst du wohl. Jetzt sind wir Macke Maschine an. Ja, ich habe extra die GoPro mit.
So Leute, meine Jungs haben ja immer geschwärmt, wenn sie hier bei Bentag waren in Hamburg. Ich brauche USB-Platten, weil wir da ein paar Scheiben schützen müssen. Und jetzt sind wir hier, kann man das sehen, hier bei Bentag in Hamburg. Jetzt gehe ich mal rein und überzeug mich mal selber. So Leute, ich brauche eine Siebdruckplatte. Holz gibt es ja auch nicht mehr, ist ja auch im Moment schwierig. Material wird immer schwerer zu beschaffen, KG-Rohre, Holz, was weiß ich alles. Und, aber meine Jungs haben recht, mal eben, um das mal abzuschließen. Also sehr kompetent, sehr nett. Ich habe nur ein Problem, ich brauche eine scheiß Wasserpumpenzange. Das ist kacke. Ich bin schon wieder kurz vor 5, jetzt findest du nichts. Container 1, Terminal 1, wir warten. So Leute, die Rampe wird jetzt getrennt, weil wir mal Angst haben, dass Bewährung noch reingeht. Und von daher, guck mal hier, Florians geile Kiste. Hier. Wir haben so eine Schiene eingebaut hier. Da fährt die Säge dann dran lang und schneidet komplett die Rampe einmal durch. Was alles für Technik gibt, Alter. Hey, guck hier nicht so hin. Und wenn die fertig sind mit Schneiden, dann kommt der Bagger und dann bröseln wir das alles durch. So, die Rampe ist noch dran. Jetzt hier kommt der erste Biss. So Leute, guck mal, gut, dass wir die Fenster geschützt haben. Das erste Stück haben wir jetzt so ein bisschen runtergebröselt. Und ein bisschen was steht uns hier noch bevor. So sieht das jetzt aus. So Leutchen, guckt mal, alles heil geblieben, hoffe ich. Da nehmen wir die Schablone hier fertig, fast den Schutz mal ab und dann sehen wir das, aber es sieht ganz gut aus. So, Rampe ist komplett weg. Hier, das kleine Stück müssen wir morgen noch wegnehmen, aber und bröseln tun wir dann vorne auf dem Platz. Habt ihr das erstmal weg von den Scheiben hier, dass hier nichts kaputt geht. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns hier jetzt so einen kleinen Lagerplatz gemacht. Hier brösele ich jetzt gerade alles durch. So die großen Stücke hier nochmal, dass wir die auch in den Brecherlöffel reinkriegen. Das Wetter ist zum Kotzen, Alter. Hier Leute, die beste Metallbaufirma der Welt ist hier, Stahmer aus Graun. Richtig ein geiler Schuppen, alle sympathisch, alle nett. Hier, Stahmer. Topladen, wir haben hier die ganzen Träger weggeschnitten, die Arme. Hier, guck, die liegen alle, die Träger. Das kratzen wir jetzt gleich zusammen.
Aber so sehen Facharbeiter aus. Er rennt mit Kaffee in der Hand rum, unser Model. Weil du nichts kannst. Hier, jetzt müssen wir die noch bröseln. Guck mal, der gute Felix, der hat uns Kaffee mitgebracht. Und Alex hat gut mit angepasst, angepackt hier. Felix und Alex, ey, das, komm, das ist Zufall, oder? Ja, klar. Das ist vor. Hier, Leute, das sieht doch mal wichtig aus. Alles klar. Der nette Felix auch fleißig. Ja. Guck mal, Alex ist fleißig. Guck mal, Felix. Er sagt, er ist gelernter Maschinist. Er hat mich überzeugt. Ey, Felix. Jan ist ja gestern nicht ans Telefon gegangen, der Penner, ne? Ja. Warte mal. Pass auf. Ey, Jan. Wenn du das siehst, du hast selber Schuld, ne? Er hat dich gestern zweimal angerufen. Ich war live dabei. Du bist nicht reingegangen. Top Typ, Alter. Guck mal an. Ich kann in Ruhestand. So, Leute, jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Wir müssen an den Schacht ran. Das heißt, hier, guck mal, hier ist auch alles hohl unter. Alles unterspült. Das müssen wir alles aufstemmen. Hier einmal längs. Alles raus. Das Pflaster muss raus. Hier die Fläche muss aufgestemmt werden. Aber jetzt sind wir erstmal für heute fertig. Rampe ist weg. 2 Tage. Guck mal. Von da alles sauber, ordentlich. Ohne was kaputt zu machen, weg. So muss das sein. Und jetzt ist Feierabend.